Ich hab Suspect angeschossen. Ey! Das ist ein Witz. Wieso hat er den Taser nicht gezogen? Wieso hat er den Taser nicht gezogen? Ich hab Taser gezogen. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RSPD FR mit mir, dem Racer. Ja, wir sind wieder in der amerikanischen Fassung. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Es war sehr sonnig, zumindest bei mir. Ach du Scheiße, nicht in den Weg fahren, laufen. Sonntagmittag gerade. Ich hatte vorhin die Fenster auf bis zur Aufnahme und da kam schon eine schöne Brise rein. Es war so angenehm. Aber jetzt nehme ich auf und jetzt mache ich es zu, weil sonst der Lärm von draußen ein bisschen störend sein könnte. Ja, wir sind jetzt hier in Los Santos wieder. Morgen gibt es wieder Deutsch, jetzt gibt es wieder erstmal Amerikanisch. Dass wir beide Zuschauerklassen quasi versorgen. Es ist ja wirklich so, ne? Die einen schauen sich nur das Deutsche an, die anderen schauen sich nur das hier an. Beziehungsweise die anderen schauen sich das hier und das Deutsche an. Also Deutschland ist einfach beliebt. Und das hier halt nicht so, aber daher, dass ich das amerikanische Ding einen Ticken geiler finde, spielen wir auch das hier. Achso, wir achten ja gar nicht mal auf die Ampeln im US-Setting. Ne, wir haben uns darauf geeinigt, im deutschen Setting achten wir auf die Ampeln. Hier im amerikanischen Setting nicht. Weil hier schafft man ja noch einfach mehr. Es ist einfach so, ich meine, gestern kam was anderes. Am Freitag die Folge. Hat sich, glaube ich, wieder gezeigt, warum ich eigentlich Ampeln eher überfahre. Weil zum Beispiel, wir sind da zu diesem Officer Needs Transport, sind wir wirklich locker 10 Minuten gefahren. Gut, wir hatten auf dem Weg einen Satz, das muss man auch erwähnen. Aber, dennoch, ich finde einfach, also ich persönlich finde es besser, über die Ampeln drüber zu fahren, aber ihr habt entschieden und deswegen fahren wir im deutschen Setting nach Verkehrsregeln. Und hier nicht. So, wir haben jetzt keinen Einsatz. Mein, so, Homicide. Oh, das ist oben, leck mich doch. Okay, dann ist es halt oben. Also einer hat bei der Way gesagt, ich soll die Fresse halten, wenn der Dispatch redet. Das ist ein bisschen schwierig, weil der redet immer so spontan. Und wenn ich gerade einen Satz drin bin, möchte ich den ungern abbrechen. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, wenn ich dann einfach drüber laber. Und dann hört man mich halt ein bisschen schlechter. Ich habe es mir dann selber angehört. Irgendwie konnte ich es einsehen, dass man sich darüber beschweren könnte, aber... das ist jetzt nicht so einfach, wie es klingt, da die Fresse zu halten, wenn man halt gerade mitten im Satz ist. Möchte ich nicht auch zu Ende reden. Vor allem, weil die auch spontan manchmal kommen. Die sagt ja manchmal einfach hier irgendwie, keine Ahnung, sei vorsichtig, du Mongo, da vorne hat jemand ein Messer oder so. Weißt du, dann kannst du halt nicht mal so eben, ne, da, ne, ihr wisst Bescheid. Naja, wir haben jetzt hier, ach, der ergibt sich Homicide. Ne, der ergibt sich gar nicht, der zieht auf den. Okay, also, wie handeln wir jetzt? Von der falschen Seite. Nehmen Sie die Waffe. Ey. Oh, scheiße. Oh, oh. Ich hab Suspect angeschossen. Ey. Das ist ein Witz. Wieso hat er den Taser nicht gezogen? Wieso hat er den Taser nicht gezogen? Ich hab Taser gezogen. Das war schon Verschämtheit. Jetzt zieht er den Taser nicht. Jetzt geht's hier los. Na gut, holen wir uns halt nochmal ein Auto. Gut. Wir müssen kurz, das mache ich kurz in der Aufnahme, wir müssen kurz das Auto safe, dass es uns nicht wegfährt. So. Jetzt haben wir hier eine Verfolgungsjagd. Ja, okay, dann reimen wir uns da mal ein. Mann, man hat den Taser gezogen. Ich hab den Taser gezogen. LSPD. Hallo. LSPD, okay, ist nur gecrashed, gut. Gut, dann fahren wir mal halt rechts ran. Mensch, heute geht ja alles schief. Heute ist wieder... Reload all Plugins. Mensch, was ist denn los? Naja, wir haben Montag. Kann man vielleicht in der Zeit mal darüber reden. Montag ist eigentlich ein Scheißtag. Außer für mich, denn ich habe Ferien. Ich bin so ein Arsch, ich weiß. Aber alle die... 1, Adam, 12. We've got a 211. Respond code 3. Copy that. We're in the vicinity. Jetzt habe ich mal die Fresse gehalten. Aber alle, die arbeiten müssen, haben jetzt hoffentlich... All units. A kidnapping in, Pillbox Hill. Shots fired. Jetzt komm, red nicht so viel, du schlechte Frau.
Alle, die jetzt heute arbeiten mussten oder immer noch arbeiten, kann ja sein, dass ihr in die Nachtschicht geht. Ich hoffe, es war nicht so schlimm für euch. Ich meine, es würde euch wahrscheinlich wenig helfen, wenn ich sage, dass ich an diesem, dass ich heute wahrscheinlich erst um 14 Uhr aufgestanden bin, aber so ist das nun mal, ne? Wenn man Ferien hat, ist das alles ein bisschen gechillter. So. Jetzt haben wir, jetzt ist unser LSBFA gecrashed, jetzt haben wir einen Suspect angeschossen. Hat sie uns erschossen, wir haben das Opfer angeschossen. Das ist scheiße. Aber wir haben versucht, das... Wir haben ein gesuchtes Auto von einem Grand Theft, beziehungsweise einem Grand Theft Auto. Einem schweren Autodiebstahl. Ist das oben? Ja, ist unten. Okay. Den müssen wir jetzt zur Strecke bringen. Was wird? Ist es morgen oder ist es abends? Es ist morgens, okay. Machen wir mal die Zeit hier, machen wir mal Freestyle aus. Morgens finde ich nicht so nice. Da kann, so, kann doch der Tag vergehen. Außerdem, welchen Tag haben wir denn heute? Samstag. Wow, wir haben am Samstag Dienst. Toll. Sagt auch. Aber auch im echten Leben stelle ich mir das nicht so schön vor. Und machen Sie Platz, danke. Wir haben hier ein gesuchtes Auto. Vielleicht sollten wir da jetzt nicht mit hier. Ne? Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. Approach with caution. Ja, ja. Die passen schon auf uns auf. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Dis. Oh. Jetzt kommen, fahren Sie rechts ran. Machen wir das schnell hier. Dass wir Sie kurz festnehmen können. Aber pass auf, wir machen erstmal den Ahnungs. Beziehungsweise, warte mal. Hier bleiben sie mir nicht stehen. Ich fahr mal ja, erstmal hier so und jetzt nehme ich sie wieder fest. Jetzt lasse ich sie rechts ranfahren. Ja, genau hier. Parken sie mal schön die Einfahrt zu. Ja, ist eh unwichtig, ne? So. Mit der Brille auf. Okay, das heißt, da könnte ich in First Person. Ich weiß, es gibt diese Mod, aber... Nehmen sie die Hände hoch. Gehen sie auf den Boden. Gehen sie auf den Boden. Okay. Alter. Okay, sie werden mitgenommen. Ich durchsuche sie davor nochmal. Okay. Alles klar, ihren Kollegen musste ich erschießen. Gut, dann machst du nix. Da holen wir für den EMS. Scheiße, Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hallo, Herr Kollege. Sie fahren mich zumindest nicht um, so wie die deutschen Kollegen immer, ja? Weil doch, sie haben mich auch einmal umgefahren. So, pass auf, wir durchsuchen mal die Karre hier. Wir durchsuchen die Karre. Ja doch, okay, macht er. Ich dachte gerade schon. Das Auto ist scheinbar gestohlen. Train Ticket to Los Santos. Parker, ach so, Parker, das heißt so. Ich dachte, das wäre eine Motto oder so. Parker Live. Ja, der heißt so, ey. A pair of dirty socks. Ja, Socks sacken halt. Was ist denn da ein... Achso, wer da auch auf uns geschossen hat, klar. A bloody can. Can? Kanne? Can weiß ich jetzt gerade nicht. Alter, wie das Blut hier aussieht. Das sieht aus wie... Alter, ohne Spaß, das Blut sieht aus... Als wenn da jemand richtig krass geblutet hätte. Also das sieht nicht nur so aus, als wenn das so ein bisschen Blut wäre, sondern es ist wirklich der Typ ist jetzt leer. Der Typ hat seinen ganzen Inhalt hierhin verfrachtet. Alles, was in seinem Körper drin war, ist in diesem... Alter, das sieht so komisch aus. Und jetzt machen wir auch noch Stapfen, oder? Nee, machen wir nicht. Okay, also wir holen mich von meinem Corona. Erstmal mit der Leiche ein bisschen anspielen. So, wenn wir den Traffic Stop... Können wir noch hinten die Klappe durchsuchen. Hinten die Ladefläche. Und dann ist auch die Karre abgeschleppt. Blankt, ja, war unwichtig. Abschleppen. Dass wir hier auch wieder Platz haben. Weißt du, der parkt hier einfach mitten in der Einfahrt. Das kannst du dir eigentlich, ne, sowas traut sich, oh Gott. Sowas traut sich keiner. So, ich glaube, der Einsatz ist abgeschlossen, oder? Oder wo ist denn der Corona? Oder Corona? Oder whatever. Ja gut, komm, dann halt nicht. Dann halt nicht, weißt du, dann liegt er halt hier auf der Straße, das juckt uns alle nicht. Wir dürfen aber mal reparieren, wobei ich... Haben wir ein Einschussloch oder so? Nö, wir reparieren trotzdem mal. Man weiß ja nie, so.
Ein Abschlepper lass mal. Und aber dran vorbei. Lassen die noch kurz durch. Ja, ja, komm. Mann, sind kein Elefanten aus der Sache. A burglary in progress. Einbruch im Gange. Da starten wir einen Besuch ab und gucken, dass wir die noch rechtzeitig fangen. Mein Wer bricht denn bitte um? Oh, bei 9 Uhr? Okay, 9 Uhr ist logisch. Ach, wir hätten jetzt ein bisschen später als 9 Uhr. Da wäre das ein bisschen unlogisch gewesen, einzubrechen. Aber 9 Uhr, da sind viele unterwegs. Da ist ein Einbruch schon nicht so dämlich. Lassen Sie mich bitte vor, danke. Ja, die Ampel, die juckt eh kein. Wir haben einen Einbruch. Mal gucken, wo bricht denn die ein da? Hier ist noch nichts zum Einbringen. Das sind nur Bürogebäude. Wobei, da ist vielleicht auch eine Menge zu haben. Wobei, hier sind noch Wohnhäuser. Nehmen alles zurück. Das sind Wohnhäuser hier, oder? Ich weiß es nicht. Egal. So, Einbruch. Wobei, die wissen eh, dass wir da sind, oder? Do not make entry until backup arrives. Oh, ah, okay. Wir sind die Ersthelfer quasi. Die Ersthelfer? Nee, wir sind die Ersten, die eintreffen. Und es steht hier, wir sollen warten, bis Backup eintrifft. Ist das hier vielleicht unsere Zeugin? Hallo, sind Sie relevant? Oh, Officer, thank God you're here. I came home a few minutes ago and I went to unlock my door and I found it was already open and the lock was damaged. I didn't know what happened at first, then I peeked through the door and I heard someone moving around inside. I was so scared, I just ran out here and called 911. I live alone, officer. I think someone has broken in. Please, I need to go inside for me. Was? I need to go inside for me? I'm so... Ich glaube, da sollte ein Oh, hallo. Ja, jetzt beruhigen Sie sich mal. Ne, ja, wir gehen da für Sie rein. Bleiben Sie ruhig mal weg hier, bevor wir alles geklärt ist. Das ist doch hier, da oben, oder was? Das heißt, hier ist der Eingang, oder was? Plus. Okay, wir entern. Achso. Entern. Entern wir jetzt? Deshalb würde ich es gerne sehen. Ah, hier. Boah. Alter, das ist mir ernsthaft... Alter, wie nice ist das denn? Wie nice ist das denn? Okay. Pass mal auf. Wieso ziehen die auf mich? Alter, wir haben hier keine Waffen in der Hand. Spielen die hier Kinder Plastikwaffen oder was? Leute, seid aus dem Alter raus. Na gut, okay. Ey. Jetzt geht's immer aus dem Weg hier. Nehmen Sie die Hände hoch. Oh, warte, das ist die falsche Waffe. Muss mein... mit dem Elektroschocker erstmal. Ich hab kein... Guck mal, der backt voll rum. Egal. Okay. Wenn hier irgendjemand drin ist, nehmen Sie die Hände hoch. Oder... ich bin böse. Jetzt gehen Sie doch mal aus dem Weg hier mit Ihren komischen Billo-Waffen, die Sie nicht haben. Wir geben uns doch mal kurz nochmal die richtige Waffe, weil eigentlich ist das ja die Glock. Und die haben wir jetzt einfach nicht. Das heißt, die können wir uns auch ruhig kurz geben. So. So, hier schon realistisch auch bleiben. So, pass auf, wir gehen hier mal in die Ecke. Jetzt chillen Sie mal. Mensch, ist das schlimmer als die Polizei erlaubt. Ey, Mann, ich dachte gerade, da leuchtet, da flackert irgendwas. Ja, Maul jetzt. So, komm. Wir gehen jetzt nach unten. Aber schicke Bude. Und die lebt alleine. Okay. Ja, sollte ich vielleicht auch mal hier einbrechen. Weil wir können ja mit dem Einbrecher einen Deal ausmachen. Alter, boah, ich dachte gerade schon. Ja, chillen Sie, nur weil ich auf Sie gezielt habe. So. Ist hier jemand im Kleiderschrank? Nein. Ist da... ist das jetzt draußen oder drin? Oh Gott, das ist hier drin. Ey, nehmen Sie die... Okay, ja gut, die machen das. Ey, ist hier noch jemand drin? Ja, Dusche? Nee. Okay, ich glaube, der Einsatz ist geklärt. Ich meine, der ist jetzt festgenommen. Der ist mit dem Aufzug runtergefahren und wir kommen dann nach. Checken aber... Achso, okay, hat sie erledigt. Okay. Guten Tag. Ja, hier ist der Kollege. Ensure that you crash the suspect using the interaction menu. The interaction menu? Suspect? Meinen Sie jetzt die Suspect die hier oder die hier? Sind ja beides quasi Suspects.
Und Interaction Menu. Ja, ich habe hier 50 Interaction Menus. Ich habe hier das N-Menü, ich habe das B-Menü, ich habe hier das M-Menü. Welches Menü soll ich denn jetzt nehmen? Hand on hold. Hand on hold, da. Egal. Hello. Hello. Thanks. Ja, komm. Close nearby roads, dann brauchen wir jetzt nicht. Ey, Mann, sie sich mal nicht vom Acker hier. Warte mal. Ey, nicht auf die Straße. Na, dann bleiben sie halt hier stehen. Dann habe ich noch das B-Menü, das ist Backup. Das M-Menü ist unser normales GTA-Menü. Jetzt chillen sie, wenn der Suspekt hier sagt, er möchte hier sitzen, dann sitzt er hier und sie halten jetzt die Scheißfresse. Oh, Scheiße. Nicht fahren, nicht fahren. Nicht fahren. Oh Gott, nein. Okay, egal, sie werden abtransportiert, ich raff das hier nicht. Ach hier, thank you so much. Jetzt geht's los mit Y. Okay, sag doch mal das. Thank you so much, officer. I don't know what I would have done without you. I swear, I don't know where that man came from. I don't know him. Ja, he's not going to come back, is he? Ja, das können wir nicht versprechen, aber wenn er wieder zurückkommt, dann rufen sie mich einfach. Denn ich sehe zwar albern aus, aber ich clear hier alles, ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So, wie kann man das jetzt beenden? Mit Störung Ende? Ende? Was ist denn das? First Respond Officer. Wie habe ich denn das gerade geöffnet? Steuerung entfernt. Steuerung Ende. Ah, mit Steuerung Ende öffnet man so ein überhaupt nicht verbuggtes Menü. Da kann ich hier R-Support holen. Ah, dann passiert also das. Okay, ich glaube, das Menü sollte eigentlich noch gar nicht in der Mod drin sein, von welcher das auch immer kommt. Oder das ist einfach gerade bei mir mega buggy. Toll. Hier der News Heli. Ah, ich weiß noch, das Game hat halt abcrashed, weil ich die Albo 1152 kommen nicht geupgradet habe. Geupgradet. Und deswegen crasht das die ganze Zeit, weil die Albo Mods, und das sind auch gerade wenig. Und die funktionieren jetzt alle nur noch buggy. Ja, hier den Scheiß halt. Wenn ich das Download Now mache, öffnet sich ein scheiß Fenster. Was ist denn das? Muss ich mir merken. Albo 125 kommen. Bei Albo 125. Ja, okay, das kriege ich hin. So, jetzt sind sie erstmal entlassen hier endlich mal. Ach komm, lecken sie mich. Wir fahren jetzt einfach weiter. Sie sind entlassen. Weil sie können natürlich hier noch rumstehen, aber sie sind entlassen. Von meiner Seite zumindest. Vielleicht möchte ich, was weiß ich, noch der Priester mit ihnen reden oder so. So, achso, wir fahren ja über rote Ampeln drüber, weil wir haben Sonderrechte. Life Attack in Progress, alles klar. Da gehen wir hin. A person with a knife, alles klar, das checken wir ab. Das checken wir ab und gucken mal, dass wir hier den erstmal schnellstmöglich finden. Lass mich kurz vorbei. Ich hab grün oder so. Okay. Ey. Nein, nicht zum Bahnsteig. Ey. Bleiben Sie stehen. Sie gehen nicht auf den Bahnsteig. Okay, der rennt nicht vom Bahnsteig. Jetzt hier. So. Nehmen Sie die Hände hoch. Ey, nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie auf den Boden. Sie sind festgenommen, weil Sie ein Messer haben, damit rumfuchteln. Außerhalb. Aus ihrer Wohnung, von den Zwiebeln. Ja, Messer sind dazu da, um Zwiebeln zu schneiden, um nicht, um hier in der Alta Street rumzufuchteln, ja? So, wir müssen kurz unsere Karre wegparken. Beziehungsweise, ja doch, müssen wir eigentlich schon. Dass ich gleich wieder einfach einen Stau bilde, ey. Nur weil man hier kurz mit der Karre auf dem Dingsel parkt. Das gibt's nicht. Nein, sie steigt nicht bei mir ein. Nein. Attention all units. Citizens reporting an incident involving shots fired, gang-related violence. Oh, gang-related violence. Olympic Freeway. Units okay, da fahren wir hin. Proceed with caution. Der Messertyp ist eh abtransportiert. Jetzt lassen Sie mich doch kurz vorbeifahren. Wir haben gang-related violence. Lassen Sie mich doch vorhin fahren jetzt, ja? Wir haben Rot, wir haben Sondersignale, das heißt, wir haben Grün. Rot plus Sondersignal gleich Grün. Merkt euch das. So, hier, ja, der packt erstmal schön dort, wo wir langfahren wollen, aber das kennen wir ja schon. So langsam kenne ich die KI von Git. Ach du Scheiße, warte mal. Okay, warte, wir müssen, glaube ich, kurz konzentrieren. Okay. Oh, nein, nicht hinfallen.
Das ist ganz schlecht in die Schrotze. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Gehen Sie. Ich hab sie. Jetzt nehmen Sie die Hände hoch. Okay. Ah! Meine Brille. Ich brauche ein Backup. Komm, jetzt machen Sie keinen Scheiß. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie auf den Boden. Machen Sie keinen Scheiß. Komm. Okay. Oh. Ey, irgendjemand schießt hier auf mich. Ey! Ich muss mal kurz die Leute hier festnehmen, sonst flüchten die mir gleich wieder. Ja, aber da kommt schon unsere Unterstützung. Nein, sie sind freundlich. Nehmen Sie die Hände hoch, nehmen Sie die Hände hoch. Gehen Sie auf den Boden. Ey! So, der ist jetzt getasert, das heißt, wir können jetzt den hier schnell festnehmen. Also, da wird rumgeschossen. Multitransport brauchen wir. An der Tankstelle, ernsthaft? Strawberry. Gang-related Violence an der Tankstelle ist natürlich super, aber ich glaube, der Einsatz ist eh schon vorbei. Aber trotz, ey, sie sind gar nicht festgenommen. Hallo. Also Gang-related Violence vor einer Tankstelle unter einer Brücke ist natürlich. Jetzt komm, gehen Sie mal auf den Boden. Mann, komm, tun Sie mir den Gefallen. Und Sie gehen mal aus dem Weg hier, oder soll ich Sie tasern? So, komm. Ja, zum Glück ist ja nichts in die Luft geflogen, ey. Das ist wieder so. Assistance required for a suspect placed under arrest in Strawberry. Copy, that's a code 2 on our way. Roger. Warte mal, da hinten ist auch noch ein Suspekt. Das muss auch mal stehen bleiben, ey. Wir haben ja alle verstreut über die Area hier. Und jetzt bleiben Sie mal stehen. Nehmen Sie mal auf den Boden. Auf den Boden. Sie sind trotzdem verdächtiger, auch wenn Sie, glaube ich, keine Waffen haben. Ey, jetzt gehen Sie auf den Boden. Komm, mit zu tun. Mann! Gehen Sie jetzt auf den Boden. Bleiben Sie dort. Ja, okay. Jetzt komm. Gehen Sie auf den Boden. Alles ist gut. Komm. So. Mensch. So, für Sie und mir einen Transporter. Backup needed for a suspect placed under arrest. Ja. In Strawberry. Aber wir haben wieder Gang Riot. Roger. Wo ist denn das? Da hinten. Machen wir das auch schnell. Ja, komm, das machen wir schnell. Wir haben, oder zumindest unterstützen wir. Wir sind aber nicht mehr in der Hauptoffice. Jetzt komm, jetzt, sie haben jemanden, der sie mitnimmt. Wir müssen jetzt zu Gang-Related Violence, Teil 2. Mann, jetzt haben die meine Reifen zerschossen. Und lass mich mal hier durch. Das ist wichtig, wir müssen hier durchbrechen. Roger, Dispatch, oh, Scheiße. Ich dachte, der Zaun ist zerstörbar, dann halt nicht. Okay. Wenigstens haben sie uns die Brille vom Kopf geschlagen. Jetzt kann man wieder in First Person fahren. Hallo, ist hier jemand? Wir sind alle oben auf der Brücke. Das ist ja super. Oh Gott. Oh Gott. Wo geht's denn hier hoch? Mann! Oh Gott. Ja, hier geht's schon mal nicht hoch. Alter, unsere Karre sieht aus, ne? Die sieht aus, wie als wenn die gerade ganz hart irgendwo gegengefahren wäre. Müssen wir jetzt hier hochklettern oder was? Mann! Ah, da geht's doch hoch, ganz einfach. Müssen wir. Oh Gott! Ja, geil, nochmal kurz den Kotflügel hier kaputt gemacht. So, komm, jetzt nenn nicht mit dem Taser. Ich glaube, Taser bringt da nicht viel. Kommt da ein Train? Nö. Da hinten. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht umgefahren werden. Ah! Laufen wir mal in der Mitte. Wo ist denn hier die Violence? Oh Gott! Nimm sie die Hände hoch! Ach du Scheiße. Mein Leben, ich musste den erschießen. Geht sie auf den Boden? Nicht über die Leichen drüber fahren, bitte. Das ist. Wäre sehr schön. Ich musste die beiden erschießen, weil mein Leben war am Arsch und ich habe hier null Deckung. Ich musste es. Das hätte nicht geklappt. Wenn ich zu denen hingelaufen wäre, wäre ich tot gewesen.
Jetzt sammeln wir erstmal die Waffen hier ein, dass sie nicht irgendwie den Passant jetzt noch mitnimmt. Und dann sperren wir hier mal die Straße. Ich glaube, das ist ein guter Moment. Close nearby roads. So. Okay, hierfür holen wir mal einen. Wir holen Corona. So. Dann holen wir noch ein bisschen Backup hier, oder? Dass man sich hier auch um Verkehr kümmert. Ja, jetzt kommt, fahren sie durch. Ja, aber nicht über die Leiche von. Nicht mich umfahren. Oh, wie Blut hier liegt, ey. Da muss auch gleich nochmal der Hausmeister durch. Ja, guten Tag, guten Tag. Jetzt bleiben sie doch mal hier zurück, Mensch. Und nicht über die Leiche. Okay, der hat sich durchgeschlendert. Das ist, guck mal, nehmt euch ein Beispiel an dem LKW. Oh, die fahren alle hier durch. Ja, außer Ralf. Ralf fährt oben drüber. Denn Ralf nimmt keine Rücksicht auf seine Mitmenschen. Auch Gustav nimmt keine Rücksicht auf seine Mitmenschen. So, sind wir jetzt... Ach, Mann, Klaus nimmt auch keine Rücksicht. Jetzt fahren sie mal nicht so schnell, hier ist fucking Crime Scene ist hier da. Mensch. So. Okay. Ich... Wer hat das Schild umgefahren? Wer hat jetzt das scheiß Schild umgefahren? Jetzt erschreckt mich endlich nicht von den Autos. Haben sie behindert oder was? Gott, ja, sie übernehmen das hier, ne? Ich bin nochmal wieder weg. Ne, ich würde sagen, jetzt war nicht... Oh Gott, nicht umfahren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder im deutschen Setting. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nein, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Na, ich würde sagen, wir sehen uns... Oh. Wir sehen uns dann morgen im deutschen Setting. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.